gonna take on the world. Nächste Frage der Reitschuster. Ich überlege gerade, was ich Ihnen sagen darf. Und ich würde immer darauf, das ist ein guter Hinweis, das Telefon leise zu stellen, und gib mir Zeit zu gewinnen. Mit diesen einleitenden Worten ein herzliches Hallo zum neuen Bericht aus der Bundespressekonferenz. Heute 3 Bundespressekonferenzen, die gesammelte letzte Woche. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wer weiß, wie lange ich noch fragen kann. Voilà! Dann gibt es noch Sven Lehmann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wird Beauftragter für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, in Klammern Queer-Beauftragter. Wenn das mal keine gute Nachricht ist. 70 Jahre bestand die Bundesrepublik ohne einen Queer-Beauftragten. Wie ging das nur? Endlich geschieht etwas. Endlich ist jemand zuständig für die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Wie konnten wir ohne das leben? Und ich glaube wirklich, gerade Deutschland ist ein Notstandsgebiet, was sexuelle und geschlechtliche Vielfalt angeht. Ich glaube, wir haben ja nur 70 Geschlechter, aber vielleicht verwechsle ich das auch. Also von daher denke ich, das tut wirklich dringend Not. Und dass man dann auch noch die Welt beglücken will, wie der Beauftragte schon äußerte gegenüber der Presse. Man kann stolz sein auf sein Land in solchen Momenten. Da gibt es nichts daran zu rütteln, aber es gibt noch mehr Beauftragte. Und dann gibt es noch die für das Amt des Beauftragten für Religions- und Weltanschauungsfreiheit der Bundesregierung wird im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Frank Schwabe beauftragt. Da bin ich beruhigt. Ich dachte ja schon, wir haben eine stramm religiöse Bundesregierung voller Katholiken oder Protestanten oder Moslems. Endlich ist jemand beauftragt, dass die Regierung auch wirklich religionsfrei ist. Das mit der Weltanschauungsfreiheit, da habe ich allerdings so meine Zweifel, weil so stramm links, grün, lila, rot wie diese Regierung ist, das ist in meinen Augen nicht mehr ganz weltanschauungsfrei. Aber gut, dass jetzt der Beauftragte da ist. Aber jetzt kommen wir zu den Corona-Fragen. Bitte. Nehmen an der Stelle noch mal eine neue Frage von Boris Reitschuster dazu. Der schreibt, können Sie sich ja einordnen, was zu sagen, dass nach den aktuellen Zahlen bis zu 95% der mit Omikron positiv Getesteten vollständig geimpft seien? Und seine Frage ist, wie gehen Sie mit diesen Zahlen um und was bedeuten sie für die 2G-Regeln? Ja, wie bereits auch schon gesagt, wir erwarten jetzt im Laufe der Woche sehr aussagekräftige Gesamtzahlen des RKI und daraus wird sich dann alles weitere ergeben. In diesem Fall erwies sich die Aussageverweigerung des Bundesgesundheitsministeriums, die ja fast schon etwas Traditionelles hat, einmal als sinnvoll. Denn tatsächlich musste das RKI diese Zahlen nachträglich korrigieren. Es war ein Kopierfehler offenbar, wobei auch die neuen Zahlen die gleiche Tendenz bestätigen. Also insofern mit solchen Bundesbehörden, die solche Fehler machen, macht es dann auch Sinn, wenn die Bundesregierung schweigt. Ich nehme noch mal Fragen online dazwischen, weil es geht immer noch um die Verlässlichkeit der Daten in manchen Online-Fragen. Peter Wüterich von AFP fragt das Gesundheitsministerium, es sei ja angekündigt worden, dass bis zur MPK verlässliche Zahlen über das Omikron-Geschehen vorliegen. Wann und in welcher Form genau werden diese gesicherten Befunde der Öffentlichkeit zugänglich sein, fragt er. Und dann nehme ich noch mal ergänzend eine Frage von Boris Reitschuster dazu. Der schreibt, dass das Problem dieser unverlässlichen Zahlen bekannt und alt sei. Warum man das nicht in den Griff bekomme, fragt er. Na, zu den Zahlen lässt sich tatsächlich das sagen, was ich ja eigentlich gerade auch schon ausgeführt habe. Wir werden im Laufe dieser Woche die Zahlen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem RKI abschließend so aufbereiten, dass wir eine valide Datenbasis für die MPK zur Verfügung haben und das RKI informiert ja auch laufend über aktualisierte Zahlen, sodass
im Laufe der Woche eben dieses Datenpaket vorliegen wird. Und zur Nachfrage von Herrn Reitschuster möchte ich im Grunde genommen auf das verweisen, was wir auch schon letzte Woche hier besprochen haben. Ja, das hat ja gute Tradition, zu verweisen auf das, was schon besprochen wurde. Und wenn man dann nachschaut, dann ist es zumindest nicht einmal, sondern mehrmals schon passiert, dass herauskam, dass da auch nichts gesagt wurde. Also hier eine sehr ausweichende Antwort. Von Boris Reitschuster an Herrn Hebestreit. Sie sagen, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei nicht militärisch zu lösen. Sind Sie sicher, dass Putin das auch so sieht, fragt er. Ich spreche hier für die Bundesregierung und für niemanden anders. Ja, aber genau nach dieser Einschätzung der Bundesregierung habe ich Herrn Hebestreit ja auch gefragt und er verweigert hier die Antwort. Ich habe dann schriftlich nochmal eine Nachfrage gestellt dazu, dass es mir um seine Position ging, aber die Nachfrage wurde leider nicht mehr verlesen. Es ist das Pech, wenn man nur online dabei sein darf. Im Saal herrscht ja eine 2G-Regelung, das wissen Sie wahrscheinlich. Allerdings ging es nicht nur mir so, dass ich so unzureichende und ausweichende Antworten bekam. Auch andere mussten Bekanntschaft machen mit der Antwort-Ausweichstrategie des neuen Regierungssprechers. Voilà! Über mögliche Treffen des Bundeskanzlers berichten wir wie üblich rechtzeitig und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich dazu nichts zu berichten. Das ist richtig, dass es im Augenblick ein Gespräch zwischen Herrn Blödner, seinem französischen Amtskollegen und seinem russischen Pendant ist. Wann genau es stattfinden wird, werden wir zu gegebener Zeit, aber ich glaube, ich habe gesagt, in dieser Woche werden wir zu gegebener Zeit noch bekannt geben. Gibt es Nachfrage? Nachfrage. Würden Sie also sagen, dass man, dass Investitionen in neue Gaskraftwerke erleichtert werden, wenn sie in der Taxonomie entsprechend aufgenommen werden nach den Plänen der Europäischen Kommission? Ich glaube, ich wollte das sagen, was ich gesagt habe. Herr Blank? Darf ich kurz nachfragen? Und das bezieht sich auch auf die Kontakte auf der höchsten Ebene. Ja. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. Teilweise, das muss ich ganz offen sagen, ergreift mich auch der Neid vor der investigativen Kraft und der massiven Regierungskritik, die sich aus den Fragen von Kollegen ergibt. Voilà! Herr Hebestreit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann tagt ja morgen auch nochmal der Expertenrat. Wird das denn, heißt das, es wird wie beim letzten Mal vor der MPK auch eine Stellungnahme des Expertenrates zu möglichen Quarantäneregeln oder weiteren Kontaktbeschränkungen geben? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Der Expertenrat trifft sich morgen bzw. schaltet sich über eine Videokonferenz zusammen und wird dann diskutieren, was er für nötig oder sinnvoll hält. Im Augenblick ist es wirklich völlig offen, ob es da eine weitere Stellungnahme gibt oder nicht. Teilweise machen sich auch die Kollegen schon Sorgen um die nächste Welle, was natürlich sehr vorausschauend ist. Und die Antworten, die sind so heroisch, fast so heroisch wie Weilan, als es um die 5-Jahrespläne ging. Sehen Sie sich das an. Ja, darf ich kurz nachfragen? Mhm. Zum Impftempo nochmal. Es gibt ja nun aus verschiedenen Parteien, also von der FDP, Herr Lindner hat es gesagt, Herr Dahm von den Grünen, die Forderung, dass man erreichen muss, dass die Gesamtbevölkerung innerhalb eines Monats geimpft werden kann. Da sind wir ja dann bei ganz anderen Zahlen. Ist das eine Überlegung, die auch das Bundesgesundheitsministerium verfolgt und vorbereitet? Möglicherweise nicht für diese Welle, aber dann zumindest für die nächste? Ja, das sind natürlich alles Diskussionen, die intern auch geführt werden, auch gerade vor dem Hinblick einer möglichen allgemeinen Impfpflicht. Das wird alles mitgedacht, aber da gibt es im Moment noch keine konkreten Details, die ich Ihnen nennen könnte. Nehme jetzt mal 2 Fragen, die online gestellt wurden, zusammen, weil bei beiden geht es mehr oder weniger um die Diskussion, was die Verkürzung der Quarantänezeit angeht. Boris Reitschuster fragt das Gesundheitsministerium, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht der Vorschlag, dass bei dreifach geimpften Menschen die Quarantänezeit ohne Test verkürzt werden soll? Und Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk fragt zur Corona-Warn-App. Er schreibt, wer eine rote Kachel hat, bei dem bleibt sie 14 Tage in der App vermerkt. Ist geplant, diesen Zeitraum zu verkürzen und die Implementierung eines negativen Tests zu ermöglichen, damit die Warn-App wieder auf grün springt? Ja,
Vielleicht zur ersten Frage von Herrn Reitschuster. Dazu hat sich ja Herr Minister Lauterbach heute im RND-Interview geäußert. Die angedachte Verkürzung der Quarantäne basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Generationszeit. Also wie lang ist die Phase, in der sich das Virus im Körper ausbreitet und die Phase, in der ein Mensch tatsächlich auch ansteckend ist. Bei Omikron ist diese Generationszeit viel kürzer. Und insofern lässt sich da halt eben tatsächlich auch bis zu einem gewissen Grad die Quarantänezeit verkürzen. Da hätte ich jetzt noch gerne nachgefragt, woher man denn weiß, ob jemand mit Omikron infiziert ist. Aber online kann man ja solche Nachfragen nicht oder nur sehr erschwert stellen. Zur zweiten Frage der Corona-Warn-App. Bislang ist da jetzt keine Verkürzung dieses Zeitraums angedacht. Hintergrund des Ganzen ist ja auch, wenn Sie jetzt eine solche Warnmeldung haben, müssen Sie ja nicht irgendwie automatisch in Quarantäne, sondern Sie sollen sich natürlich selbst beobachten, entwickeln Sie Symptome und Sie sollten sich entsprechend auch testen lassen. Insofern, wenn Sie eine solche rote Warnmeldung haben, ist das ja auch eine Indikation dafür, dass Sie diesen Test, also beispielsweise auch einen PCR-Test, kostenlos vornehmen lassen können. Insofern gibt es da jetzt keine Pläne, diesen Zeitraum zu verkürzen. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und auch keine weiteren Fragen. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen und Ihnen für die Fragen und beende diese Pressekonferenz. Tschüss. Nächste Frage hat der Reitschuster. Und weil es so schön war, hier statt eines üblichen Backstage noch ein paar Szenen von der Bundespressekonferenz. Ich denke, die sprechen für sich, die braucht man nicht kommentieren. Danke, alles Gute, ciao. Herr Jessen? Schließt direkt daran an, das ist eine Lernfrage. Ist eigentlich im Sinne von Informationstransparenz vorgesehen, dass es eigentlich regelmäßig nach den regelmäßigen Sitzungen des Expertenrates so etwas wie ein Bulletin geben wird? Gibt es da eine Verabredung oder liegt das jeweils im Ermessen des Expertenrates, ob hinterher etwas öffentlich gemacht wird oder nicht? Die Sitzungen des Expertengremiums sind vertraulich. Da soll eben auch offen und ungeschützt, hätte ich fast gesagt, diskutiert werden können. Und wenn es Stellungnahmen gibt, die dann ja auch einheitlich, also im Konsens getroffen werden sollen, dann werden die selbstverständlich veröffentlicht, so wie wir das kurz vor Weihnachten, ich glaube an dem Wochenende 19. Erlebt haben, eine 19:0 Entscheidung. Aber man möchte eben diese Diskussion nicht dadurch erschweren, dass es dann Nachgezeichnungen gibt und Leute sich eher taktisch oder politisch verhalten, statt offen, wie es einen wissenschaftlichen Diskurs erfordert. Also eine Routine, die sagt, nach jeder Sitzung des Expertenrates gibt es eine wie auch immer geartete Erklärung, gibt es nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Nach bisherigem Stand ist das nicht beabsichtigt, aber das Gremium ist ja relativ neu. Da muss man dann sehen, ob es sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate, je nachdem, wie lange es denn auch nötig ist, ein solches Expertengremium einzuberufen, eine andere Praxis etabliert. Aber im Augenblick erkenne ich das nicht. Lenz mit der nächsten Frage. Defner, können Sie uns eine aktuelle Zahl nennen? Haben Sie Erkenntnisse, wie viel Prozent der Neuinfektionen auf die Omikron-Variante sequenziert werden? Und plant die Bundesregierung diesen Anteil oder kann sie ihn steuern oder will sie ihn erhöhen? Danke. Einen aktuellen Stand von heute habe ich da tatsächlich noch nicht. Wir hatten die Zahlen vom 30.12., glaube ich. Da haben wir den Anteil von 17,5% Omikron an den Gesamtinfektionszahlen. Wir haben ja sozusagen die Limitierung, dass pro Woche circa 24.000 Sequenzierungen durchgeführt werden können. Und das ist jetzt natürlich in Abhängigkeit der Neuinfektionsraten auch zu sehen, wie viele letztlich möglich sind. Und eine konkrete Zahl kann ich da heute nicht nennen. Nochmal die Nachfrage, haben Sie die Intention, diesen Anteil zu erhöhen? Und geht das aus Ihrer Sicht? Der Anteil sollte so hoch sein, wie es eben möglich ist.
Für Frau Abbas dazu. Ja, ich habe dazu noch eine Frage. Nach unseren Informationen soll es auch einen Rückführungsbeauftragten der Bundesregierung geben, der mit unkooperativen Herkunftsländern über Abschiebungen verhandeln soll. Wo soll diese Stelle angesiedelt werden? Wird das im Bundesinnenministerium sein oder im Auswärtigen Amt? Beziehungsweise können Sie etwas zu dieser Stelle sagen? Wird es die geben? Und wenn ja, wo? Also im Bundesinnenministerium liegen im Moment keine Informationen darüber vor, dass der Themenbereich zu bedienen ist. Ist klar, es gibt seit Jahren im BMI einen Stab, der sich mit Rückkehrfragen beschäftigt. Aber ob es einen Beauftragten dafür geben soll, das kann ich im Moment nicht beantworten. Okay, danke. Keine Nachfrage. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich auch nicht mehr. Dann würde ich in den Bereich weiterer Fragen, die mir teilweise vorab auch schon Themenbereiche signalisiert wurden, einsteigen. Erstes Thema Corona. Ich sage dann schon mal was.